Ich stehe hier im Club mit drei Inhabern, Felipe, José, Armando. Was ist das Besondere am Club de Portugues? Ja, das Besondere am Club Portugues ist, dass wir versucht zu haben, hier nach Düsseldorf was Authentisches hinzuzaubern. Und zwar, dass man von Anfang an sich direkt in Portugal wohlfühlt. Und wir haben also was kreiert. Das könnte in Porto stehen, es könnte in Lissabon stehen. Das ist eine Atmosphäre für groß und klein und für jeder Mann haben wir also ein bisschen von alles, damit dass dieser Flair rüberkommt. Besonders ist das Essen und die Getränke, dass das sehr authentisch portugiesisch ist und eben, dass die Mitarbeiter alle Portugiesen sind. Und deswegen sprechen viele Kunden von uns, wenn sie hier das Lokal betreten, machen sie gerade Urlaub in Portugal, mal eine Stunde, mal zwei Stunden. Und es ist immer was los bei uns. Es ist eine lockere Atmosphäre und eben sehr familiär. Was sind hier die Spezialitäten im Club? Die richtige Spezialität ist die Cataplana aus Algarve, die Tradition von Algarve. Und hat noch mehr, die Amejo Abelhão de Pato kommt aus Peniche. Ist auch sehr, sehr lecker. Und hat noch mehr Spezialität, portugiesische Spezialität, muss bei Club bei uns essen. Ist sehr, sehr gut. Wir sind heute im Club de Portuguesa. Wie heißen Sie? Ich heiße Herr Mendes. Und wir heute kochen Seezungenfilet. Unser Mittagstisch. Und kommt aus Nordatlantik und ist sehr lecker. Mit Salzkartoffel und Salat. Ja, unsere Fleischspezialität, so Rippchen, Rumsteige, Rinderfilet, alles sehr lecker, wird alles gegrillt mit schöner Soße, mit Salat und Pommes, sehr lecker. Was sind hier die Aktivitäten im Club? Die Aktivitäten im Club, wir haben parallel zu unserem Hauptgeschäft im Club, haben wir Events. Wir sind sehr oft auf Straßenfeiern oder Straßenfesten hier in Düsseldorf, unter anderem die Lange Tafel oder Europatag. Wir selbst planen auch Events, große Events. Wir haben zum Beispiel das Dia de Portugal. Dia de Portugal ist ein portugiesischer Nationalfeiertag, den wir selbst organisieren in Düsseldorf und auch sehr groß feiern. Es sind immer zwei Tage, samstags und sonntags, wo wir Bands und portugiesische Künstler aus Portugal holen, die hier auftreten. Wir haben Folklore, wir haben ein bisschen Live-Musik, wir haben portugiesische Spezialitäten, die wir anbieten. Der portugiesische Konsul ist immer dabei. Ja, das ist so das, was wir hier zusätzlich zu unserer Arbeit noch machen. Wir machen auch das Suppenfest, was auch sehr bekannt ist. Da werden Suppen aus Portugal hier auf Holzkohle zubereitet. Das wird auch sehr gerne immer angenommen. Was wir auch machen, ist, wenn die portugiesische Nationalmannschaft spielt oder in bestimmten Turnieren mitspielt, wie zum Beispiel die WM 2006, zeigen wir auch sehr groß hier. Wir hatten unter anderem die Familie von Cristiano Ronaldo, 24 Tage hier, die wir bewirtet haben. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die wir parallel dazu auch noch machen. Können Sie vielleicht erklären, was die portugiesische Konsul genau ist? Der portugiesische Konsul ist die Vertretung von der portugiesischen Regierung hier in Düsseldorf. Wir haben zum Beispiel in Berlin haben wir den portugiesischen Botschafter und hier haben wir in Düsseldorf haben wir den portugiesischen Konsul.